So, Hallöchen zusammen, Wuppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, ihr seht schon, Halloween nähert sich in großen Schritten. Hier haben wir dieses Mal in der neuen Mickey Maus die Leuchtknochenhand. Und zu meiner Überraschung, mit Batterien leuchtet elektrisch. Der Hammer, ne? Also ich dachte erst, das ist so ein Glow-in-the-Dark-Teil. Aber es leuchtet. Ja, witzig. So eine ähnliche Skeletthand hatte ich schon mal, die man aufstellen konnte und die Finger positionieren. Und hier haben wir halt einfach einen Knochen dran, wo wir hier so in die Hand nehmen können. Eine Hand, die man in die Hand nehmen kann. Auch witzig. Also ich mach's mal weg vom Magazin. Haben sie hier festgeklebt. Kann sein, das reißt jetzt alles komplett kaputt. Was mir relativ egal ist, denn Mickey Maus, ganz ehrlich, habt ihr noch Spaß mit Mickey Maus? Dann wünsche ich euch viel Spaß, denn wir haben hier die Ausgabe Nummer 21. Hier steht 4.10.2019, kostet 3,70 Euro in Deutschland. So, und hier haben wir auch noch was zu unserem Gimmick, und zwar das hier. Die gruselige Skeletthand, Halloween-Schocker. Batterien sind schon dabei und mehr gibt's dazu auch nicht, oder? Nö, wie es aussieht, nicht. Ja, wenn ihr die Mickey Maus sammelt, viel Spaß beim Lesen. So, wir schauen uns gleich die Knochenhand an. Da bin ich mal echt gespannt. Da sind wieder diese schmalen Batterien drin, wie ihr seht. Ihr könnt es auch austauschen, wenn die mal leer sind. Das finde ich super. Na dann, mache ich die doch gleich hier mal weg. So. Ohoho. Und Schrauben ohne Ende. Alter Verwalter, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Hier, ne, claro, die Schraube für das Batteriefach, kein Thema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schrauben. 10 Schrauben und ihr könnt die Finger nicht mal bewegen. Ja, also die sind steif, die könnt ihr nicht bewegen, ist einfach nur eine Knochenhand und fertig. Und die wurde aus zwei Teilen zusammengeschraubt. Wie krass! Kann man das nicht in einem Teil irgendwie gießen? Witzig. Mal gespannt, welcher Punkt da leuchtet. Leuchtet wirklich die ganze Hand, sprich die Hand plus die Finger, oder leuchtet es nur hier in diesem Bereich? Da bin ich mal echt gespannt. Aber cool finde ich, sie haben hier auch so ein Papierchen drin, ne, damit die Batterien nicht leer gehen. Das mache ich hier gleich mal raus. Und hier haben wir auch noch einen Ein- und Ausschalter. So, ich mache es mal an und sie leuchtet hier an dieser Stelle. Darum sage ich doch, warum hat man das denn nicht einfach so gegossen und schraubt es zusammen? Alter, was für ein Aufwand, der Wahnsinn. Aber die Hand ist geil, kann man sagen, was man will, ne? Ist aus Plastik, nicht aus Gummi, ja? Und ihr könnt die Finger wirklich, also nicht auseinander machen, nicht krumm biegen oder sowas, sondern einfach nur hinlegen. Stehen tut sie nicht, nein, wegen dem Knochen hier, aber die ist klasse, die ist cool. Also die gefällt mir hammermäßig gut. Wir haben hier eine Größe insgesamt von gut 22,5 cm, würde ich mal sagen. Ja, alleine die Finger hier, der Mittelfinger, hat eine Länge von 13,5 cm. Ja, super, super. Das gefällt mir. Ich drehe mal das Licht ein bisschen zur Seite. So, das hier auch. Alles klar, dann seht ihr die leuchtende Gruselhand. Winke, winke an alle Abonnenten, ne? So sieht's aus. Ja, damit kann man jetzt nicht großartig was machen, außer halt vielleicht grapschen, ne? Metrio kann ich hier aus dem Bild ziehen. Mehr auch nicht, aber sieht witzig aus, wenn die Hand rumliegt, ne? Wenn er irgendwie so ein Spinnennetz spannt, dann könnt ihr die Hand reinlegen, weil die ist auch relativ leicht. Machen wir das Licht komplett aus. So, dann seht ihr das. Kann man die Fingerspitzen noch erkennen? Wartet mal, halt mal näher vor die Kamera. Ja, eigentlich nur dieser Bereich. Ja? Hier vorne, die Spitze sieht man schon fast gar nicht mehr. Ne? Aber sieht klasse aus. Ohne Scheiß, gefällt mir super gut. Hammer Beilage für dieses Magazin. Also kann man nicht meckern. Inklusive Batterien, was will man mehr? Schöne Beigabe, finde ich klasse. Gerade zu Halloween finde ich das mega originell. Und ihr seht es ja, wenn ich meine Hand daneben halte, nicht jetzt gerade unbedingt Originalgröße, aber ich finde halt den Knochen hier noch witzig. Super. Ah, herrlich. Also, ich meine, mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen. Ja, die neue Mickey Maus, so gesehen eine Halloween-Ausgabe. Vielleicht kommen noch ein paar andere große Sachen mit. Es sind ja noch ein paar Tage bis Halloween. Also, ich finde es auf jeden Fall
wirklich witzig. Hier die Knochen schön unterteilt, das gefällt mir sehr gut. Ja, ihr seht die einzelnen Glieder, die Elemente der Hand, das ist absolut okay. Also da gibt's nichts zu meckern, aber die Schrauben, heiliger Kürbiskopf, ne? Das ist schon echt krass. Ja, es leuchtet auch nur, es tut nicht irgendwie flackern oder sowas. Flackern hätte ich auch noch cool gefunden. Es ist einfach nur eine helle LED, ja? Aber sieht witzig aus, ich find's mega cool, ne? Jetzt in der neuen Mickey Maus drin, kleine Info für euch, falls ihr sowas auch kaufen wollt, zum Hinlegen, für Halloween auf jeden Fall geckig. Ihr könnt ja ein Glas nehmen und die Hand einfach reinstellen, sieht auch witzig aus. Ja, oder nachts an der Scheibe einfach so winken, aber man sieht halt die Schrauben und nicht unbedingt das Ende der Finger, wie schon gesagt. Aber witziges Teil, muss man sagen. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, war es dazu. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Hey.